Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum City Bus Manager. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja den neuen Bus hier gekauft. Ne? Seht ihr schon, neu gebraucht. Das heißt, den werden wir jetzt auch mal direkt zuweisen. Und zwar fährt der nämlich hier auf der Linie 4. Das ist ja die Innenstadtlinie. Dann brauchen wir für die Linie 1 ein. Das müsste der kleine sein. Und dann nehmen wir noch hier den weiteren Bus für die Linie 4. Für die Linie 2 haben wir die beiden hier. Zack und zack. Und die fahren auch schon los. Ne? Guck mal, da ist der erste Ausfahrt hier für unseren kleinen Bus. Das heißt, es geht wieder los mit einer neuen Schicht. Wir müssen raus aus den Schulden. Ne? Ihr seht schon, uns geht es nicht so gut, wie der liebe Mario sagen würde. Aber ich denke, dass wir heute gut aufgestellt sind. Wir müssen ein bisschen hier auf die Kundenbewertung achten. Die Service Center Wartezeiten haben sich erhöht. Da sollten wir vielleicht mal einen zweiten Mitarbeiter einstellen. Ne? Vielleicht einen zweiten Service Desk hier noch hinbauen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Was kostet der denn? Da müssen wir mal gucken, wenn wir erstmal aus den Schulden raus sind. Ne? Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. So, die Busse fahren jetzt hier zu ihren Standorten. 145 Leute passen da rein. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und ich denke, wir werden die Linie irgendwann mal komplett auf großen Bus umstellen. Vielleicht hätte ich lieber den zweiten auswählen wollen. Aber guck mal, der fühlt sich hier schon ganz gut. Ne? Wobei mit Gelenk in den Vormittagsstunden, ich weiß nicht. Ne? Wir gucken uns das mal an hier. 15 sind drin. Guck mal, da sind 12. Ah, guck mal, den zweiten sollte ich vielleicht machen. Oder wir tauschen den dann irgendwann auch nochmal gegen einen großen Bus aus. Ne? Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Ansonsten von der Auslastung her ist es morgens immer noch relativ ruhig. Die Linie 3, da haben wir ja die Fahrzeiten jetzt angepasst. Und gucken wir mal hier. Ne? Zum Grillo-Theater. Ja, aber hier vielleicht das nächste Mal als zweites auswählen. Wir sind dann auch noch dabei, so ein paar Sachen zu erforschen, ein paar Sachen auch zu machen. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze werden wird. Ich bin mal gespannt, ob der heute hier voll ausgelastet sein wird. Ne? Jungfernfahrt für unseren neuen Gebrauchten. Ne? Den haben wir ein bisschen repariert, haben auch ein paar Teile besorgt für unser Lager. Schauen wir mal. Ne? Ob der denn... Wir spulen mal ein bisschen vor hier. Warten mal ein bisschen ab hier. Weil es ist ja noch früh, ne? 6 Uhr morgens. Da kommt schon der andere Bus. Der fährt jetzt auch los. Ne? Ja, wird schon langsam voller, ne? Oh, wir haben ja eine Bewertung bekommen. Gucken wir mal rein hier. 4 von 5 Sternen. Ja, schön. Warum keine 5? Leute, genug freie Plätze. Ja, ich glaube, das haben wir diesmal gut gelöst. Oder besser gelöst. Ich denke mal, das wird in die richtige Richtung gehen. 16 Leute. Guck mal, hier sind 26. Jetzt kommen wir gleich in die Hauptzeiten rein, ne? So um 8 Uhr rum. Wir gehen mal kurz hier wieder ein bisschen hier in unser Service Center. Das macht nämlich auch gleich wieder auf. Von 8 bis 12, von 14 bis 18. Das müssen wir mal so ein bisschen im Auge behalten, ne? Weil da haben wir echt lange Wartezeiten hier. Guck mal. Das müssen wir vielleicht nochmal fixen. Sitzplätze, glaube ich, haben wir genug. Gucken wir mal, ne? Jetzt haben wir hier... Ja, wir sind immer noch im Minus. Aber das wird sich auf kurz oder lang dann auch quasi ändern. Guck mal, Linie 2 ist auch richtig schön ausgelastet. Finde ich gut. Vielleicht sollen wir auf Linie 2 auch nochmal einen Gelenkbus einsetzen. Vielleicht macht das eher Sinn, den auf Linie 2. Ja, wobei, jetzt, guck mal, jetzt wird es auch richtig voll hier. Guck mal, 51 Leute, der ist auch fast voll. Da vielleicht auch nochmal ein Gelenkbus. Oder später komplett auf Gelenk umwechseln und die Urbino dann für eine andere Strecke nehmen, ne? Ah, schaut mal. Das sieht schon recht gut aus, ne? Linie 1, naja, gut. Die ist halt nicht so wirklich gut, ne? Komm, wir lassen mal ein bisschen durchlaufen. Gucken gleich mal noch so um 10 Uhr nochmal rein hier. So, Service Center macht gleich auf. Da müssen wir das mal auch so ein bisschen im Auge behalten, ne? Mit den Ersatzteilen war auf jeden Fall ein guter Tipp. Und ihr seht, zack, gleich geöffnet in 3, 2, 1 und dann schauen wir mal, ne? So, da war die gute Servicekraft wieder. So, kauft ein Wochenticket. Ah, das meint ihr hier, guck mal. Das geht aber eigentlich, ne? Wobei zwei Schalter wären, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn die morgen schon um 8 Uhr hier reinkommen. Guck mal.
Das können wir vielleicht in der nächsten Folge noch upgraden. Aber guck mal, wir haben immer so 5 Minuten Wartezeit. Der beschwert sich über Busfahrer fast hier. Und wir sind gleich wieder raus aus den Schulden, ne? Das ist schon mal sehr wichtig. So, Details. Immer noch die Ticketpreise, ne? Ich verstehe das gar nicht. Die sind noch recht günstig, ey. Machen wir mal hier. So ein bisschen runter. 6,10. 2,30 und Kurzstrecke 1,30. Ein bisschen runter, ne? Ja, wir müssen echt unser Service Center ausbauen. Das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Weil da sind wir wieder im Plusbereich, ne? Komm, wir wechseln mal kurz hier in unsere Auslastung. Ja, es geht jetzt, ne? Die Rush Hour ist so vorbei. Wir sind jetzt gleich wieder im Plus. Sehr schön. Guck mal, da sind wir wieder im Plus. Tipptopp. Was kostet denn hier so ein Ding? Guck mal, da kommt der erste Bus wieder rein. So, den können wir einmal kurz von innen säubern. Das machen wir einmal. Die anderen Busse waren, glaube ich, alle fertig, ne? Da haben wir, glaube ich, jetzt eher weniger zu tun. Ja, das passt. Ach, guck mal, der ist auch von innen. Ah, okay, alle Reinigungskräfte gerade beschäftigt. Aber den können wir auch noch mal von innen quasi sauber machen. Und hier haben wir die anderen Busse noch gar nicht im Einsatz, ne? Sehr schön, der ist auch sauber. Tanken brauchen wir den jetzt auch erstmal noch nicht. Jetzt geht es langsam so ins Plus rein, ne? Aber die Wartezeiten hier im Service Center mit einer zweiten Servicekraft wäre auf jeden Fall besser. So, wir müssen die Linie 4 zuweisen. Da würde ich sagen, das ist ja die große Linie. Nehmen wir mal den hier. Immer noch 43 hier, ne? Hier müssen wir noch mehr Fahrten abschließen, damit wir noch 4 Punkte bekommen. So, Linie 3 war die kleine Linie, ne? Genau. Zack. So. Es macht Spaß für uns zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall auch schon mal Lob wert. Und so langsam kommen wir wieder auf den grünen Zweig, ne? Ihr seht schon, guck mal. Das ist schon 3.200. Hier haben wir sogar 10.000 umgesetzt, ne? Ich glaube, bei dem einen Tag haben wir halt die Ersatzteile gekauft, deswegen war der Umsatz jetzt nicht so groß. Linie 3, warte mal, müssen wir einmal kurz checken. Warte mal, Linie 2 war die hier. Und Linie 1. Ah, nehmen wir mal, Linie 3 war der. Bei dem anderen müssen wir gleich erstmal warten, bis der eine Bus wieder reinkommt. Weil 13,55... Das passt ja, da müsste der andere gleich reinkommen und dann sollte das auf jeden Fall reichen mit der Anzahl der Bussen. So, die fahren jetzt auch wieder raus. Und wir machen schon gut Plus, ne? Also, das sieht schon mal ganz gut aus. Ticketpreisbewertung, sind immer noch nicht so wirklich top. Das ist natürlich nicht genau, was die jetzt, für die Einser wird schwierig jetzt, ne? Der ist auch schon verplant, ne? Wir haben keinen Bus verfügbar. Ist natürlich schlecht. Verdammt. Wir brauchen einen Bus, Leute. Für die Linie 1. Kommt jetzt gleich nochmal ein Bus rein hier? Ich hoffe es doch. Ansonsten wird es schwierig. Ich glaube, wir haben uns gerade verkalkuliert, ne? Weil wir auf der einen jetzt 2 Busse einsetzen. Verdammt. Ah, guck mal hier. Ah, warte. Den können wir zuweisen hier. Blub. Let's go. Hat doch gepasst, ne? So einigermaßen. So, der Bus ist auch ready. Das heißt, da können wir den einmal von innen reinigen. Bei dem schaffen wir es halt nicht. Aber es passt mit den Bussen, ne? So, den einfach mal sauber machen. So, Linie 4. Ah, wir haben gerade keinen Bus verfügbar. Nehmen wir den großen wieder, ne? Für die Rush Hour, guck mal. Das läuft ja schon mal ganz gut. Mit dem Geld, das läuft auch ganz gut. Da kann er gleich auch wieder rausfahren. Ach, guck mal. Der hat, glaube ich, schon seine Schicht beendet heute hier. Wobei Linie 2. Komm, wir machen den einmal sauber. Eben kurz. Und dann können wir den auch zuweisen. Blub. Läuft doch wie ein Heimspiel. Oh, wir haben eine neue Kundenbewertung bekommen.
Oma Bus AG Busunternehmen das Potenzial hat, in vielerlei Hinsicht zu kurz kommt. Aha. Was heißt zu kurz? Was meint die damit? Nicht so ganz schlüssig, ne? Kommt noch kurz so ein bisschen auf die Auslastung hier. Das ist relativ gut, aber ich glaube, wir haben jetzt einen guten Draht. Guck mal. 5600 haben wir schon umgesetzt. Wir müssen natürlich noch die ganzen Fahrten hier abschließen. Und wenn wir die Fahrten abgeschlossen haben, dann geht es halt auch weiter, ne? Guck mal, jetzt warten hier wieder sehr viele Leute, ne? Zweiter Service Desk. Ist natürlich auch mehr Personalkosten, ne? Aber guck mal, die warten schon recht lange, ne? Ah, das machen wir mal in der nächsten Folge. Dass wir das mal ausweiten. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen. Da fährt der andere Bus auch noch raus. Und jetzt sind wir gleich wieder hier in den, ja, in den Hauptzeiten angekommen, ne? Guck mal, die Linie 3, die ist gut ausgelastet mittlerweile. Finde ich gut. Das ist ja die subventionierte Linie, glaube ich, ne? Oh, guck mal, Linie 1 ist richtig krass ausgelastet. Warte mal. Mal kurz gucken. Vielleicht den Intervall auf Linie 1 erhöhen. Guck mal. Da bräuchten wir aber noch einen zusätzlichen Bus, ne? Oh, guck mal, der ist voll. Der ist echt voll. Das ist ja krass. Hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht mitgerechnet. Das sind hier zwei. Aber sind alle recht voll. Vielleicht sollten wir den Intervall nochmal erhöhen. Das ist Linie 3. Guck mal, die fährt hier oben. Puh. Ja, wobei, weiß ich nicht. Das war jetzt mal kurz, ne? Müssen wir mal beobachten. Erschwindliche Busticketpreise. Beste Wahl. Okay. Die Ticketpreise müssten bald wieder hochgehen. Haltestellenqualität. Okay. Das ist der Verlauf, ne? Mit den Sternen. Wir sind wieder ein bisschen hochgegangen. 3,9 haben wir jetzt. Okay. Wir beobachten den mal jetzt hier ein bisschen. Boah, ist schon... Aber einen zusätzlichen Bus extra nehmen? Nur weil er einmal voll... Oh ja, jetzt ist er wieder ganz voll. Warte mal, wir gucken mal. Boah, der ist schon... Ah, es geht, ne? Also, ist jetzt nicht so schlimm. Wir gucken mal die anderen Busse an. Nö, da geht es soweit. Oder vielleicht mit den Zitos irgendwann mal weg, ne? Hat ziemlich gute Bushaltestellen. Ja, tipptopp. Busfahrerfreundlichkeit ist auch gestiegen. Sehr gut. Ja, läuft doch gut. Guck mal. Die kaufen ihre Wochentickets hier. So, was gucken wir denn mal? Sportlichthorst wieder. Heute, sehr geehrte Damen und Herren, die läuft aktuell wirklich hervorragend. Bitte behalten Sie es bisher so bei. Sehr schön. Wir sind sehr zufrieden, ne? Wir haben ja auch diese Subvention hier am Laufen. Und guck mal, wie viel Geld wir jetzt schon gemacht haben, ne? Also wir werden auf jeden Fall diesen Tag toppen. Der geht ja noch einige Stunden. Guck mal, Tickets. Ah, wir müssen hier auf jeden Fall die Wartezeiten verkürzen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Dass wir dann da noch neues Personal einstellen, ne? So, Wochentickets werden verkauft. Die Preise sind auch mittlerweile sehr erschwinglich. Hi, wegen Vermittlung, mein Geld nicht zurecht. Okay, wir geben ihm mal ein bisschen mehr Geld. Der ist Papa geworden. Ansonsten jetzt hier so die Auslastung her. Oh, ist gut, ne? Linie 4 irgendwie nicht so ganz. Oh, guck mal, Linie 1. War es nochmal kurzzeitig wieder, ne? Ja, hier unten, ne? Oder wir wechseln irgendwann mal auf die großen Busse, ne? Schauen wir mal. Jetzt müssen auch gleich die ersten Busse wieder reinkommen. Aber die Anzahl der Busse passt auf jeden Fall. Also sehr gute Einnahme am Ende des Tages, ne? Ja, der Job gefällt mir. Das ist schön. Tipptopp. Alles motivierte Mitarbeiter. Wir haben ja auch nochmal den Busfahrer ausgetauscht, wegen der Freundlichkeit. Ist halt auch immer wichtig. Guck mal, da kommen schon die ersten Busse rein. Das ist ja das beste Busunternehmen. Sehr schön. Mal, jetzt können wir den noch mal von innen reinigen hier. Danach einmal Waschstraße. Guck mal, die Kundenbewertung hier. Zuverlässiger Nahverkehr. Sehr schön. So, waschen. Guck mal, da kommt der Große. So. Den können wir auch noch mal reinigen. Und dann gleich auch noch mal in die Waschstraße fahren. Waschen. Sehr schön.
Also machen wir wieder alle Booster ready für den nächsten Tag und wir haben, guck mal, wie viel Geld wir verdient haben. Ne? Also es läuft richtig gut. Läuft richtig gut. So, den einmal reinigen. Waschen. Sehr gut. So, machen wir da langsam. Das war der hier. Den machen wir mal tanken. Den, der ist top. Den einmal reinigen. Den können wir auch gleich mal zum Tanken schicken. Der ist sauber. Sauberkeit außen. Können wir mal kurz warten. Zack, waschen. Der ist tipptopp. Den brauchen wir noch nicht tanken. Der fährt, glaube ich, morgen nochmal mit der Tankfüllung. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Ich würde sagen, es läuft sehr gut, ne? So, den machen wir vor. Ah, ne, das war Straße. Den reinigen wir mal eben. Schön. Sind wir doch nochmal hier über den Punkt hinausgekommen, ne? So, den waschen wir nochmal. Ja, das passt. Sehr gut. Der ist ready. Der ist ready. Der ist auch ready. Der ist danach auch ready. Und er ist auch ready. Sehr schön. Gut, dann haben wir die Busse wieder fast alle abgefertigt. Wir haben auch wieder Kundenbewertung reinbekommen. Top Unternehmen. Etwas pünktlicher sein. Okay. Ja, es ist halt immer so eine Sache, ne? Gerade Rush Hour. Ein bisschen schwierig, ne? Halten wir den 3,9, jo. Eine 4 wäre natürlich nicht schlecht. Aber das denke ich mal, das kriegen wir hier hin, wenn wir das Service Center noch erweitern. Jetzt warten wir noch auf die letzten beiden Busse. Die sind dann noch auf den Linien 101 und 103, glaube ich, unterwegs, ne? Oder sind die beide da oben nur? 103. Wo ist der andere Bus? Ist ja gerade schon gekommen. Hier fehlt doch Bus. Wurde der geklaut oder was? Gute, pünktliche Alternative. Ach, da oben. Ah, okay, ja. Das sind die letzten Fahrten jetzt hier. Gut. Das heißt, die haben wir auch ready. Bedeutet, den können wir einmal zum Waschen schicken. Dann ist der nämlich gleich schon mal fertig, wenn der andere Bus gleich reinkommt. Sehr gute Kundenbewertung, Sauberkeit. Sehr saubere Busse. Ist auch wichtig, ne? Finde ich zumindest. Also wenn ich in so einen Bus mich reinsetze und der ist so zugemüllt, absolut belastend, ne? So, den machen wir noch von innen. Jetzt warten wir noch auf den letzten Bus. Der kommt jetzt auch gleich. Und da ist er. Und den können wir auch noch mal kurz zum Waschen schicken. Wenn der fertig ist, schließen wir dann den Tag ab. Sehr schön. Ja, Leute, ich würde sagen, das soll es dann für heute erstmal wieder gewesen sein, hier mit einer weiteren Folge zum City Bus Manager. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Wir haben ordentlich Einnahmen verdient. Und ich sage einfach mal, ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.